Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen. Ja, wir haben jetzt gerade zwei heftige Kämpfe hinter uns. Hier einmal ein Drache, der aber eigentlich noch ging. Und dann natürlich ein Haufen von fieser Viecher, die, ja, uns gezeigt haben, dass wir relativ viel auf die Fresse kriegen können. Immer noch. Jetzt sind wir hier den Gang da lang gegangen. Da nimm halt mit. Wow. Sokobi. Sind keine Harpyien. Doch, da sind noch Harpyien dabei, okay. Aber auch Succubus hier oben. Die da sind Succubus, sind die mit den Federn sind Harpyien. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Ding? Ah, oh, ich weiß, was das ist. Oh, das ist. Oh, Kacke. Ja, Leute, das da, was da liegt, ist ein Gargoyle. Sowas wie ein Steindämon. Das Viech ist echt zäh. Okay, Feuer hilft da nicht so wirklich viel dagegen. Schauen wir, ob Eisschar ein bisschen hilft. Ja, etwas. Schauen wir nochmal. So ein Steinviech überhaupt fliegen kann, ey. Zack. Aufgespießt. Ist auch ein bisschen. Ja. Ich höre immer noch Viecher. Okay, wieder so ein Raum. Toll. Toll gegen Feuerschaden, das brauchen wir nicht. Brennen wir halt ein bisschen, scheißegal, geht irgendwann aus. Witziger Pilztee. Bullshit. Augenklar, toll gegen Blindheit. Aha, da ist wieder eine Kiste. Mit weißer Likör, toll. Zusaufen können wir uns jetzt auch noch. Rachenschmeichler. Eilgebräu. Gesundheitstrunk. So viel Tränke hier, ey. Die wir irgendwie alle nicht brauchen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Tränke überhaupt noch. Ah, der hat noch genug. Gut. Gib mir mal. 30. Ich gebe dir auch was. Kannst alle haben. Ah, Magie zu verstärken, okay. Ja, schaut hier halt. Achso, macht Ausdauer, Gesundheit auch noch ein bisschen, okay. Wir haben Heilung Schlaf, Heilung Blindheit, Unterdrückung von Fähigkeiten und Fluch. Ist gar nicht schlecht halt, aber hier steif gefroren, braucht kein Schwein hier.
Heilung Blindheit. Braucht man kein. Braucht man nicht. Weißer Likör, Gesundheit Mittel. Heilung entflammt. Bullshit. Heilung Stummheit. Heilung Erstarren. Gesundheit viel. Das brauchen wir. Dann werfen wir weg. Juwel der Finsternis. Ach so, wir haben ja Queenie gar nicht mehr dabei. Ah, das ist mies. Ja gut, wenn ich den Part beende, dann später, ist ja noch nicht so weit, dann werde ich mal wieder hochgehen und Zeug lagern und mir ein bisschen was holen. Glaube ich gar nicht mal so schlecht wäre. Heilbronn. Ah, dann fliegt schon wieder ein Viech. Ja, ein Zuckerboss. Zwei sogar. Steinsplitter. Türkische Reisestein. Schön. Beschwichtigungstrank. Gargoyles. Fuck. Feuerfeste Stiefel. Toll. Wo ist dieser verdammte Gargoyle? Steht da unten. Ich gehe aber erstmal hier am Rand gucken. Aha, da ist wieder eine Truhe. Wunder-Elixier. Wow! Kann schon mal sagen, dass du hier auftauchst. Halt ihn fest, genau. Ja, so geht's auf jeden Fall. Irgendeiner hat. Ja, Quatsch, hat das gleiche Scheiß dann. Ist das. Bastardschwinger? Ein Stück Flügel einer Schneeharpie, okay. Aha, du hast. Splitter. Wer hat noch einen? Keiner. Ja gut, wenn Queenie was hatte, dann ist es jetzt weg im Lager. Also alles, was sie hatte, ist ins Lager gewandert. Da werde ich auch dann noch nachschauen, was da jetzt alles flackt noch. Jetzt gehen wir erstmal runter. Also wenn hier kein Ausgang ist, also ein normaler Ausgang, werde ich porten, weil sonst laufen wir dann wieder durch den Raum und dann erwartet uns wieder was anderes Böses vielleicht, worauf ich dann schon nicht vorbereitet bin. Ich bin hier sowieso richtig scheiße vorbereitet, habe ich jetzt beim letzten Kampf gemerkt. Ich brauche echt mehr Geschmeidigkeitszeug. Oder überhaupt derbes Heilungszeug. Ih, Matsch an der Scheibe. Wieso ist meine Lampe eigentlich schon wieder aus? Ist schon wieder leer oder was? Ohne Öl, na klar. Ich habe jetzt nicht genug Öl. Komm her.
Matschviecher. Ja, hier ist wieder eine schöne Truhe. Riesiger Geldbeutel, das ist gut. Knete ist immer gut. Am besten lasse ich irgendwie so 5 Lazarussteine immer dabei, vorsichtshalber. Da sind wir hergekommen. Schauen wir erstmal hier schnell. Ah, da liegt wieder ein Seelenheil. Jetzt kommen auf einmal die ganzen Seelenheils hier. Vorher die ganze Zeit nicht und jetzt tauchen sie auf. Heilbronn. Das Knete. Taucht bestimmt gleich wieder ein Viecher auf. Fledermäuse oder irgendwas anderes. Da ist eine Abzweigung, dann gehen wir erstmal hier lang. Yep, hier ist nämlich nichts weiter. Flüssiger Elan. Aha. Juwel der Versteinerung. Azurstein. Ja, wieder einer mehr. Schön. Die meisten werden wir eh verkaufen. Wieder Knete zu haben für unseren Shop-Typi hier drinne, dass wir unseren Shadow Mask gut Rüstung geben kann. Hier ist bestimmt wieder ein Viech. Im Moment sehe ich nichts. Eine Decke. Nö. Gerade nicht. Ach, Fledermäuse, ja. Im Moment brauche ich auf jeden Fall kein Bestienrippchen mehr, weil wir kriegen auch so viel Geld. Was ist das für ein Grummeln? Ist hier irgendwas Grummeliges? Das knirscht so hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Doch ein Ruhe, Mistvieh. Hau ab. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah, eine Truhe. Hau ab. Azurstein, Splitter. Läutungstrank, toll. Da liegt noch was. Das sind die Bestienrippchen. Ja, Leute, hier geht es also nicht weiter. Ich glaube, wir haben jetzt hier die Räume abgesucht. Ja, da geht es nicht weiter. Na, da geht es nur wieder hoch. Gut, ich porte mich. Wir haben eh genug Steine. Wir müssen eh da zum Gasthaustypi dahin. Der eh da hinten flackt jetzt, neuerdings. Und dann lagern wir mal alles, schauen im Lager kurz nach, was da noch liegt. Falls die Queenie irgendwie Lazarussteinsplitter hatte oder irgendwie so ein Zeug, können wir das gleich... Nee, kein Stein. Können wir das gleich mitnehmen. Aber erstmal ganz das scheiß lagern. Ja, ist ja gut. Es ladet ja gerade irgendwie erstmal. Mach schon. Hallo? Ich dachte schon, du hast sie aufgehängt, ey. Ja, gut. So, jetzt lagern wir erstmal. Das behalten wir natürlich. Ja, das Zeug lagern wir, das brauchen wir jetzt nicht. Stärkung Magie, das behalten wir mal. Vorsichtshalber.
Stummheitsstörung gibt eine Starrung. Aber keine Versteinerung. Schwer zu sagen. Ja gut, lassen wir die beiden mal auf jeden Fall da. Ach so, stärker Magie von eine Gruppe, okay. Cool. Die lagere ich mal, die nehme ich jetzt noch nicht. Dreizehn Steine habe ich, das ist super. Was habe ich hier? Achso, feuerfeste Stiefel, aber die sind glaube ich eh schlechter. Das sind glaube ich die, die ich auch auf den Berg gefunden habe. Goldring und achso, ja, auch in der Flinkheit. Stimmt, der hat ja die beiden da, die ich verkaufen kann. Das ist die Gnadenklinge. Ja, der baut eh nicht ab, der kann ich lagern. Der hat so viel Zeug, ey. Die Lage war halt Blindheit, halt in Flammen, Gesundheit Mittel, Stummheit, Stachung. Ja, das. Er behält mal die Dinger hier und die hat er sowieso. Du kannst die Dinger auch behalten. Das kannst du auch erstmal behalten. Ja, lager mal. Gut. Jetzt schauen wir mal schnell ins Lager. Flammentau. Achso, das ist auch wieder flüssiger Elan. Die sind ganz gut. Ich nehme die mal mit. Erstarrung. Abwehr, steif gefroren, Gift. Heilbrunnen. Blindheit. Gesundheit etwas. Gesundheit. Gesundheit. Stummheit. Magie. Fluch. Schadenschlaf. Ach so, ja. Kräuterbier, säufst und schläfst dann ein, okay. Wieder Abwehr. Heilung, Schlaf. Ach, halt Schlaf, okay. Herstellung, Stärke, mach ich ab, Stärke. Ausdauer. Gesundheit. Besessenheit. Steigung, Stärke, toll. Gut, was haben wir hier noch Schönes? Nichts, was ich jetzt hier brauchen könnte. Schaut mal, wie viel ich hier habe. Ja. Und das Lager passt immer noch reichlich rein, also das ist echt gut. Aha. Seelenbrecher.
Zeug, was er dann hat, reingehauen. Golden, golden, golden. Achso, sei die, genau. Die Blitzing wollte ich behalten. Gesalbten Waffen sowieso. Ist auch ein gesalbtes. Paradieshüter war das Feuer, wollte ich auch behalten. Gesalbte Stacheln, das kann ich eh nicht verkaufen. Und goldene Stilettos auch. Genau. Das ist Fischergarnitur, das ist Anfangsrüstung. Sonnen ist auch 0. Das wollte ich auch behalten. Sträfling, ja. Das behalte ich auch. Die wollte ich auch behalten. Das ist dieser Umhang, der irgendwie Heilung alles gibt. Okay. Gut. Dann, ach so. Ja, bevor ich hier Zeug verkaufe und so, gehe ich mal in den Rift und hol mir mal neue Helden. Ja, ich wurde ja schon von einem angeschrieben, habe ich ja euch auch schon in einem anderen Part gesagt hier. Den haben wir uns auch angeschaut, den Vasallen, also den Porn vom einen, aber er war halt zu hoch. Er hat mich dann auch nochmal angeschrieben. Ich solle ihn in PSN adden. Eigentlich habe ich gezeigt, wie ich da heiße. Also Kage the Shadow. Ich kann es euch auch hier nochmal zeigen. Da. Das bin ich. Und ja, dann wollte er, dass ich seinen ausleihe. Dann kostet es halt nur 0, wenn ich unter seiner Freundesliste bin. Aber ich habe keine Lust, da einen zu nehmen, der hier Level unendlich oder sonstiges hat. Weil das ist unfair. Das finde ich nicht gut. Aber Mist, mir fällt gerade was ein. Ja, mir fällt was ein. Kurz Rift verlassen. Die hat ja Zeug dabei. Und wenn ich die jetzt entlasse, dann wandert das Zeug ja in mein Lager. Das Problem ist. Okay, was war das jetzt? Bin nur noch online. Okay. Ja gut. Scheißegal. Ja, nämlich die Dinger hat sie ja noch. Genau, gib ihm mal alles. Die kannst du mir geben. Obwohl ich bin überladen. Egal. Sonst noch was? Aha. Achso, nee, das ist ja deine Waffe. Ist einfach doof hier. Sieht zwar nett aus hier, die Garnitur und so weiter, aber Leute, es bringt nicht viel. Also wenn ihr hier großartig, bessere Klamotten haben wollt und so weiter, macht keine Garnitur. Das bringt nichts. Es bringt mehr, wenn ihr lauter Einzelteile habt als ein Gesamtes. So, dann suchen wir mal. Ja, nach meiner Stufe, ich bin jetzt Level 51. Ja, ich bin irgendwie gerade nicht online. Jetzt muss ich mal kurz in den Optionen gucken. Macht doch Zugriff auf Server, aber. Also hier ist einer aufgetaucht, also online ist er irgendwie. Ach hallo, was ist denn das? Nicht Fotos. Weg. Option.
mal kurz mal offline und dann nochmal online. So. Ja, natürlich kann jeder. Hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Außer die Server von Capcom haben gerade ein bisschen Schwierigkeiten, aber scheint zu funktionieren. Ja gut, ich mache hier an der Stelle kurz einen Cut, weil es eh ein bisschen öde ist dann. Also ich werde jetzt zwei neue Nebenversalen aussuchen, die dann mitnehmen. Und werde dann noch Zeug verkaufen und schauen, was ich aufrüsten kann soweit. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Shadow Mask.